Dann stellt die nächste Frage der Abgeordnete Leimer. Bitte sehr. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Bundesminister, mit Bestellung zum Innenminister ist eine Debatte aufgeflammt, die auf das Dollfuß-Museum Ihrer Heimatgemeinde zurückzuführen ist. Zwar hat der neue ÖVP-Vorsitzende vor einigen Tagen erstmals den Begriff Austrofaschismus bestätigt. Doch schon im Nachsatz relativierte Bundeskanzler Nehammer ganz in der Kohl-Doktrin verhaftet das Unrecht der Austrofaschisten und verwies auf den Austromarxismus, um die Mehr der geteilten Schuld aufrechtzuerhalten. Ein historisches Dokument belegt, dass der spätere Wiener Bürgermeister und Bundespräsident General Körner schon 1930 aus dem republikanischen Schutzbund mit der Begründung »Aus Pazifisten kann ich keine Soldaten machen« ausgeschieden ist. Im gleichen Jahr schworen die späteren ÖVP-Bundeskanzler Fiegel und Raab den Korneuburger Eid. Darin wurde dem demokratischen Parlamentarismus und dem Parteienstaaterkampf angesagt. 33 das Parlament durch Dollfuß ausgeschaltet. 34 schwor Sicherheitsminister der christlich-sozialen Emil Veit die parlamentarische Heimwehr auf eine gewalttätige Auseinandersetzung mit dem republikanischen Schutzbund ein. Wir werden morgen ans Werk gehen und ganze Arbeit leisten. Tags darauf brach der Bürgerkrieg in Linz und anderen Städten aus. Herr Minister, welche Maßnahmen werden Sie als Innenminister setzen, um die Verherrlichung des Austrofaschismus in Österreich zu unterbinden? Auch, und das ist mir abschließend... Wir sind schon drüber, über eine Minute 20, bitte. Kommen Sie zu... ...den Opfern der Diktatur gerecht zu werden. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete des Hohen Hauses, Sie wissen, wir kennen uns ja auch schon eine gewisse Zeit, dass ich gegen jedwede Form des Extremismus, des Faschismus und auch des Antisemitismus eintrete. Nicht nur persönlich, sondern auch gerade jetzt in meiner Funktion als Innenminister. Und das werde ich auch in dieser Verantwortung als Ressortchef auch entsprechend so halten. Herr Abgeordneter, Sie haben auch angesprochen, das Dollfuß-Museum in meiner Heimatgemeinde, dieses wurde 1998 eröffnet in diesem Geburtshaus und wurde damals mit Bund, Land und der Gemeinde damals eingerichtet, auch mit wissenschaftlicher Unterstützung. Und bereits im Mai dieses Jahres habe ich mit Alexander Hauer und Christian Rabel, das sind die Leute vom Verein Merkwürdig, Verein für Zeitgeschichte in Melk, einer regionalen Initiative, die Sie vielleicht kennen auch, Herr Abgeordneter, weil Sie auch die Außenstelle des KZ Mauthausen in Melk sehr intensiv betreuen, wo ich immer wieder auch dabei sein darf bei den Befreiungsfeiern. Diese werden ganz konsequent auch an der Neuadaptierung dieses Hauses arbeiten. Das haben wir bereits im Mai so besprochen und das wird jetzt auch entsprechend umgesetzt. Damit dieses Haus auch eine Chance dafür ist, dass diese Begriffe, die Sie auch genannt haben, auch entsprechend aufgearbeitet werden, mit dem klaren Ziel, so etwas darf nie mehr wieder passieren. Historiker haben sich intensiv mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Vielleicht hat sich die Bevölkerung noch nicht genug mit dieser Zeit auseinandergesetzt, gerade auch in unserer Region. Ich sehe das jetzt als große Chance, hier einen Schritt nach vorne zu kommen und vieles auch zu klären mit der Bevölkerung, was in dieser Zeit vielleicht noch unklar ist. Zusatzfrage? Machsam bleiben, Herr Minister. Ich möchte nur kurz anführen, warum es uns auch hier geht. Nach der Ausschaltung des Parlaments, wie erwähnt, 4. März 1933, setzten Bundeskanzler Dollfuß und Sicherheitsminister Veit die Diktatur in Österreich um. Und jetzt kommen wir weiter folgend zum Anschluss am 12. März 1938, markiert durch den Einmarsch Hitlers. Es war ein leichtes, wurde doch durch Dollfuß die Sozialdemokratische Partei, unter anderem auch die Gewerkschaftsbewegung, bereits 1934 verboten und enteignet. Jeder demokratische Widerstand zweck- und machtlos. Sie haben von einer Chance gesprochen. Ich erkenne diese Chance an und ich gestatten Sie mir die persönliche Einschätzung. Derzeit bezeichne ich das Haus, das Dollfuß-Museum, als Haus der Verklärung. Aber es besteht hier die Chance auf ein Haus der Erklärung, bestmöglich sogar ein Haus der Aufklärung zu machen. Ich denke, es ist wichtig, hier aufzuarbeiten, um im Sinne, im Geiste unserer demokratischen Republik weiterarbeiten zu können. Weiterarbeiten, um auch aufarbeiten zu müssen. Wir sind schon wieder drüber, bitte kommen Sie zur Frage.
wie es wir aus Sozialdemokraten seit unserer Gründung 1889 in Heidfeld stets auch gemacht haben. Und Sie sollen und Sie wollen sich dieser Aufgabe stellen, und das würde auch unsere große Zustimmung und Unterstützung finden. War hoffentlich keine Frage, oder sonst kann ich gleich, bitte, Herr Bundesminister, wenn Sie eine Frage erkennen. War keine Frage, aber ich bedanke mich schon jetzt für diese Unterstützung. Haus der Aufklärung haben Sie genannt. Ich denke wirklich, dass hier, und nochmal, federführend wird hier der Verein Merkwürdig auch sein. Und ich habe diesen Verein auch gebeten, das zu tun. Wird es unter meiner Federführung sein, könnte jemand den Eindruck haben, okay, das wird jetzt so gemacht, wie das ich gerne hätte. Nein, es geht darum, das entsprechend aufzuarbeiten, aufzuklären darüber, was damals passiert ist. Daher, Haus der Aufklärung ist ein Ansatz von Ihnen. Es werden viele Ansätze dazukommen. Wichtig ist, dass wir über diese Zeit reden.